Martin ist auf dem Weg. Ja, das kennen wir ja schon. Sprich mit Admiral Havelock. Die Musik? Was ist das für eine Musik? The Golden Cat. The finest ladies in all the... Was auch immer da steht. Isles, glaube ich. Skilled in the sensual arts. Aged whiskey. Or... Re... No, weiß ich nicht. Huch, ruckel, ruckel. Da muss er erst wieder ein bisschen laden. Wahrscheinlich gibt es jetzt auch vielleicht gleich noch neue, jetzt auch vielleicht gleich ganz bestimmt, ja. Also es könnte jetzt hier auch noch neue Sachen geben, sprich hier irgendwie so Tagebücher und so. Da können wir mal gerade ganz kurz gucken. Zum Beispiel mal hier. Hallo. Was Neues aufgenommen. Kapitel 2. Tatsächlich. Huch. Bislang habe ich kaum etwas über meine Brüder Morgan und Custis erzählt. Zwillinge und 4 Jahre älter als ich. Morgan ist der etwas größere dieser 2 Rohlinge. Von Anfang an misshandelten die beiden mich, wo sie nur konnten. Sicher bin ich nicht der Erste, der sich über grausame Geschwister beschwert. Aber meine Leiden waren wahrlich einzigartig. Als ich 5 war, fesselten sie mich an mein eigenes Bett und ließen darin einen Haufen Schlangen, den sie in den vorangegangenen Wochen gesammelt hatten. Meine Schreie und mein Atem wurden durch ein Laken gedämpft. Und so dauerte es Stunden, bis mein Kindermädchen mich fand, mehr tot als lebendig. Ich hätte einige Schlangen zertreten können, andere waren entkommen. Jedoch nichts, bevor ich nicht über ein Dutzendmal gebissen worden war in Beine, Arme und Gesicht. Mit diesen Wunden hatte ich monatelang zu kämpfen, während die 2 mit nicht viel mehr als einer Ermahnung davon kamen. Wallace! Bring mir Wein! Morgen werde ich euch mit dem Geschenk erfreuen, das sie mir zur Feier meines 10. Geburtstages überreichen. Okay, was zur Hölle? Arme Sau. Oh, er hat seinen Audiographen weggetan. Das ist schade. Hat er vielleicht gemerkt, dass ich da immer... Oh, hallo? Sie haben Glück, dass ich sie nicht hinauswerfe. Glück. Was willst du denn schon wieder? Wirklich? Sie können mich sowieso nicht entlassen. Ich habe heute früh die Bücher studiert und dort 5 ihrer Fehler entdeckt. Nun gut. Sie haben Glück, dass ich sie vor dem Admiral gefunden habe. Du bist ein Depp, bist du? Das ist unglaublich. Wie der hier alle anmeckert und so. Geht ja gar nicht. Gibt's ja was im Klo? Nö. Sie wurde eines Morgens nach ihrer Arbeit krank. Doch die Milch war schon ausgeliefert worden. Grund genug, um alles abzuriegeln. Die Seuche verbreitet sich schnell. Okay. Wie auch immer. Schön machst du das. Alles schön sauber machen und so. Moment, bin ich hier richtig? Nein, ich bin hier, glaube ich, nicht richtig. Hier ist der Hauptraum. Gut. Hier durch, vielleicht. Wo muss ich hin? Oh. Mal gerade kurz mit dem... Oh, da. 2 Runen. 2 Runen. Sonst noch... Oh, was haben wir denn da? Kupferdraht. Sonst noch irgendwo da oben vielleicht. Nö, sonst ist da nichts. Wir gehen erstmal zum Admiral, dann können wir immer noch die Runen holen. Denke ich, hoffe ich, meine ich. Ist zumindest wahrscheinlich, dass das funktioniert. Hüpf, hüpf. Ich kenne das Golden Cat. Nicht als Kunde, versteht sich. Ich habe ein paar Geräte für sie entwickelt und die Baupläne aufgehoben, falls sich jemand dafür interessieren sollte. Nun, der Tee war eine Gefälligkeit unter Kollegen. Ich mache diesen Fehler nicht nochmal. Entschuldigung, ich dachte nur, vergessen Sie es. Danke für den Tee. Ich muss zurück zum Admiral. Er hat Neuigkeiten für mich. Ich weiß nicht, was bei euch geht, aber okay. The Outsider walks among us. Mhm. Oh, hallo. Hallo, Corvo. Martin wird bald zu uns stoßen. Das klingt gut. Ich weiß, keine schöne Art, ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Es wäre gut, wenn sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Okay. Hier der Schlüssel für die Luken. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für ihre Armbrust herstellen, wenn sie ihm helfen wollen. Okay. Ich gehe mal kurz zu Piero.
habe zwar noch welche, aber vielleicht gibt er mir jetzt welche umsonst. Das wäre okay. Dann, ja. Huch, hallo. Corvo, mein Freund. Brauchen Sie Waffen oder Munition? Soll ich etwas für Sie herstellen? Ich hatte das so verstanden, dass ich was umsonst kriege, aber scheinbar nicht. Na gut, bin ich. Dann gehe ich jetzt so da runter. Die Frage ist, womit töte ich die? Das sind ja eh so Zombies. Die kann ich eigentlich auch mit der Knarre da, was ist mit der Munition besser, weil ich versuche ja mit den Betäubungsbolzen eher dann nachher irgendwelche Wachen zu killen und naja, die Weiner kann ich auch umschießen, denke ich. Das ist nicht so wichtig. Jetzt sollte ich trotzdem ein bisschen schleichen. Ich mag die nämlich nicht. Zombies? Wo haben wir denn hier? Da vorne ist eine Rune. Okay. Was haben wir denn da? Ach, gucke mal. Hier kann ich aufmachen, dann kann man hier raus. Oh, hoppala. Und vor allem kommen dann Fische rein. Crap. Das war nicht der große Plan, aber gut. Irgendwo da hinten war... Da ist eine Tür, da hinten ist eine Rune. Ich gehe erstmal durch die Tür. Ach, guck mal. Ach, hier sind wir jetzt. Da war ich doch auch schon mal. Da kam ich nur hier nicht weiter. Was ist das da unten? Liegt da was? Ist das was Interessantes? Nö. Es ist ein Schraubstock. Na dann nicht. Gehen wir mal hier weiter gucken. Oh. Hallo. Ein Weiner. Bleib hier. Rums. Rums. Tut mir ja ein bisschen leid um euch, Leute. Aber okay, das war's auch schon. Hm. Oh, da ist die Rune. Das ist schon mal gut. Eine uralte Notiz. Es tut mir leid, aber ich werde bei unserem nächsten Treffen nicht anwesend sein können oder bei irgendeinem zukünftigen Treffen. Was hier passiert ist, war unnatürlich und falsch. Mir wird übel, wenn ich mich nur daran erinnern versuche. Ich habe die Ergebnisse unserer Arbeit hier für Sie zurückgelassen, aber ich vermute, die Ratten werden alles zerfetzen, bevor sie zurückgekehrt sind. Leben Sie wohl. Okay. Das klingt interessant. Nein, ich möchte jetzt gerade nicht. Wo ist denn die? Da ist noch eine Rune. Zack, meins. Oh, Münzen. Zack, zack. Sonst noch irgendwas hier? Oh, da liegt noch was. Was? Ah ja, das Blaubacki. Was ist irgendwas? Keine Ahnung. Sonst sehe ich hier nichts. Das waren direkt zwei Runen. Einfach so, ohne irgendwie... Und dass ich dafür irgendwas habe tun müssen, das ist ja interessant, aber ziemlich cool. Also, gefällt mir. Wo bin ich jetzt? Zack. Hüpf. Oh. Hallo. Ich wollte da gerne hoch. Hüpf. Er ist jetzt bei Admiral Havelock. Sie wollen Sie sprechen. Ja, danke. Ach, guck mal, da ist er. Oder das sind beide. Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Wir kennen Emily Caldwins Aufenthaltsort. Sehr gut, wo ist er denn? Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch okay. Es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg, die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Okay. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Mhm. Na gut. Pendleton wartet am Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten so. Gut. Der Pendleton. Ich glaube, der wird wollen, dass wir die beiden Typen umbringen, wa? So wie sich das vorhin anhörte in seinem Tagebuch. Fände er das wahrscheinlich richtig cool, wa? Pendleton, wie sieht's aus? Corvo, ich wollte selbst mit Ihnen sprechen. Ich beauftrage Sie, meine älteren Brüder Morgan und Custis zu töten. Abscheuliche Kerle. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, grausam... Ohne Gleichen. Yep, hab ich gehört. Auf zu saufen. Außerdem sind meine Brüder Verbündete des Lordregenten. Und solange sie im Parlament sind,
fehlen uns die nötigen Stimmen, um den Lordregenten an der Festigung seiner Macht zu hindern. Mhm. Sie sind heute bekannt dafür, mit seiner Billigung andere um ihren Reichtum zu bringen. Kurz gesagt, nicht jede Familie, die ausgewiesen und unter Quarantäne gestellt wurde, leidet tatsächlich an der Seuche. Okay. Ich habe meine Brüder ausdrücklich gewarnt. Wirklich. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie sind heute Abend in der Golden Cat, wie üblich. Geschützt durch die Stadtwache. Also keine leichte Mission. Nun gehen sie, bevor ich es mir anders überlege. Was willst du machen, hä? Verstehe ich nicht. Okay, aber es wird bestimmt wieder eine Möglichkeit geben, sie nicht abzumurksen, oder? Viel mehr zu erhalten, als wir gehofft hätten. Er hat eine Reihe hochrangiger Aufseher erpresst. So, gucken wir mal. Hat er noch irgendwas Interessantes hier? Das sind alles Sachen, die ich schon kenne, ne? Was haben wir hier? Einige meiner Experimente werden durch eine Frequenzresonanz gestört. Vermutlich gibt es unter diesem Gebäude einige leere Kammern. In einem so alten Bezirk ist alles möglich. Mhm. Okay. Piero, ich habe da noch Geld und ich möchte gerne Ausrüstung haben, wenn das irgendwie möglich ist. Corvo, mein Freund. Brauchen Sie Waffen? Yep. Munition? Soll ich etwas für Sie herstellen? Und yep. Also, lass mich mal sehen, was du da so hast. Hat er vielleicht jetzt sogar noch eine Rune? Nein, hat er nicht. Ich werde mir das direkt kaufen, weil ich gesehen habe, dass das das Letzte ist, was es davon gibt. So, Schwerthärtung. Macht das effektiver. Pistolen verrückt der Umgebung in kurzer Entfernung Flächenschaden zu. Oh, das schaltet noch andere Sachen frei, okay. Die einschläfernde Wirkung setzt selbst während des Kampfes unmittelbar ein. Oh, das klingt sehr gut. Dann möchte ich gerne das da haben. Und das schnelle Nachladen dafür möchte ich auch gerne haben. Jetzt habe ich noch ein bisschen Geld und nehme noch die Bolzenkapazität mit. So. Das denke ich lohnt sich alles. Die Maskenoptik brauche ich jetzt nicht unbedingt irgendwie. Glaube ich wenigstens. Was ist, ist das ein anderes Buch? Weil das, nee. Ich dachte gerade kurz, aber scheinbar nicht. So, jetzt nochmal ganz kurz gucken. Haben wir hier alles. Alle Runen und so. Sieht so aus. Das heißt, wir können jetzt auch nochmal ganz flott hier bei den Kräften schauen. Wir haben jetzt 4. Das heißt, wir können theoretisch alles, was wir wollen, kaufen. Ich frage jetzt, was nehme ich da? Ich finde eigentlich Beherrschung klingt sehr, sehr cool. Lies mir mal gerade das da unten durch. Strategische Hinweise. Beherrschung ist eine sehr mächtige Kraft, mit der du für eine Weile mit einem Tier wie einem Fisch oder einer Ratte verschmelzen kannst. Du musst dafür freien Blick auf das Ziel haben. Mit dieser Kraft kannst du dich beim Schleichen in kleinen Winkeln verstecken oder Wege benutzen, die normalerweise zu klein für dich sind, sowie Wasserrohre oder Luftschächte. Wenn du die Kontrolle über eine Ratte übernimmst, werden Gegner dich zu zertreten. Als Wolfshund kannst du schnell sprinten. In der zweiten Stufe kannst du bla bla bla. Das kann ich ja eh noch nicht. Ich glaube, das kaufe ich mir mal so. Drück die rechte Maustaste, um für kurze Zeit in einen Tierkörper einzudringen und diesen zu beherrschen. Du kannst die Beherrschung jederzeit beenden, indem du erneut die rechte Maustaste drückst. Wenn die beherrschte Kreatur stirbt, erleidest du dasselbe Schicksal. Kleintiere können die Beherrschung nicht überleben. In der zweiten Stufe bla 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 auch Menschen und so. Das kann ich jetzt sowieso noch nicht. Können noch unsere Gesundheit erholen, aber ich glaube, das lasse ich mal gerade. So, bla bla bla, eliminieren, alles eliminieren. Interessant, interessant. Moment, jetzt kann ich... Na komm, nehmen wir das auch noch so lange. Ich habe zwar noch nicht genug, aber... Also, ich habe nichts, eigentlich nichts Interessantes. So, Beherrschung ist jetzt direkt dahinter, das ist gut. Das heißt, das ist auch direkt hier drin. Hatte ich nicht noch irgendwie... Gab es hier nicht... Ja, genau. Aber es ist im Moment alles... Interessante da drin. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's. Treffen wir uns mit Samuel und fahren los zur Golden Cat. Ich bringe Sie zur Golden Cat, wenn Sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Okay, super. Okay, alles klar. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Zu Block und Gegenangriff, bla 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 bla. Das Haus der Freuden. Die Kaisertreuen glauben, dass Emily in der Golden Cat von den Pendleton-Brüdern gefangen gehalten wird. Zwei korrupten Aristokraten. Diese Männer sind Lord Pendletons verhasste ältere Brüder, Zwillinge und loyale Anhänger des tyrannischen Lordregenten. Finde Emily in der Golden Cat und eliminiere Lord Custis und Lord Morgan Pendleton. Da
anwenden. Mal versuchen. Ich werde Sie so nah wie möglich bei der Golden Cat absetzen kommen. Den restlichen Weg müssen Sie alleine zurücklegen. Der Eingang ist in der Nähe vom Hof. Da sind wir letztes Mal gelandet, ne? Dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Allerdings. Die Pendletons sind da drin, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann Ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten. Wenn Ach so. Sie nicht vorher tötet. Das Wir. Ist sein Gebiet. Okay. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Da war ich schon drin, ja. Sie Alexia, das vor der Seuche schützt. Das ist ich schlecht jetzt. Aber halte Ausschau nach Ihnen und der Kleinen, die Sie zurückbringen. Viel Erfolg. Ich weiß, dass Emily Ihnen viel bedeuten muss. Tut sie. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clavering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lord Regent scheint nervös, seit sie Campbell ausgeschaltet haben. Okay. Das mit Slackjaw ist vielleicht ungünstig. Wir können uns mit Slackjaw treffen. Das Problem ist, wir haben letztes Mal seinen Kram vergiftet für die Lumpengräfin, falls ihr euch erinnert. Ist ja schon ein bisschen her. Na gut, wir werden sehen. So, was haben wir denn hier? Huch! Chaosfaktor. Deine Handlungen beeinflussen, was in der Stadt passiert. Hinterlässt du eine Spur des Todes, tauchen mehr Ratten und Weine auf. Deine Verbündeten verhalten sich anders und das Ende ist düsterer. Ja, das dachte ich mir schon, das wusste ich auch. Wow! Ach du Scheiße. Vor allem sind wir jetzt hier am Tag, das heißt, die sehen uns besser. Da hinten sind Knochenartefakte. Sonst sehe ich hier erstmal nichts. Okay, vorsichtig also. Da ist direkt einer. Das ist schlecht. Hallo. Hallo. Wie war das nochmal? Moment. STRG. Und F gedrückt halten zum Tragen. So. Wir kriegen auch direkt seinen Ich überlege gerade, ob ich den einfach ins Wasser werfe. Nee, ich schmeiße den jetzt hier runter. So, flop. So. Ich überlege gerade, ob ich mit der Lumpengräfin spreche, weil ich ja eigentlich nicht jetzt zu Slackjaw will, weil der mich bestimmt abmurksen möchte. Einmal kurz, ich guck mal kurz, ob da hinten irgendwas ist, wo ich hin muss. Das sieht nämlich gerade nicht so aus. Das heißt, ich kann tatsächlich versuchen, mich da an dem Turm vorbeizuschleichen. Und dann kann mir vielleicht die Lumpengräfin helfen, nachdem ich ja letztes Mal habe ich ihr geholfen. Sind das böse Ratten? Thaddeus Campbell, der frühere Oberaufseher, Hallo? Ist kein Bürger von Dunwall mehr. Er trägt nun das okay. Zeichen des Ketzers. Und das nach ist einer gut. der ältesten Tradition des Jedermannsordens macht sich... Oh, was haben wir denn da? Noms? Nee, Geld. Geld! Oh, das ist doch einer von diesen Typen, oder? War hier nicht die Lumpengräfin? Moment, Notiz der Gräfin. Liebster, du solltest nicht mit den bösen Buben von der Distillerie abgeben. Das Elixier hat ihr Gemüt nicht verbessert und sie behandeln meine Vögelchen überhaupt nicht gut. Wenn du dich mit ihnen oder ihrem sogenannten Boss abgibst, könntest du es dir mit mir verscherzen. Das willst du doch nicht, oder? Ja, pff. Sehr witzig, was soll ich denn machen? Vielleicht komme ich da oben noch rein. Oh, okay. Das ist schön. Moment, ich will erstmal versuchen, hier komme ich scheinbar nicht rein. Vielleicht komme ich da oben noch rein dann. Flup. Nee, weiter oben scheinbar auch nicht. Was haben wir denn da? Was sehe ich denn da? Flup. Ein Toter. Toll. Tot. Nom, nom, nom. Ganz viele Noms. Da könnte ich jetzt auch noch hoch. Nicht zu weit. Wow, 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 wow. Ich überlege gerade, ob ich da hinten auch noch hin sollte. Vielleicht ist da noch irgendwas. Aber die Knochenartefakte sind auf jeden Fall alles. Wichtiges auf jeden Fall alles in dieser Richtung. Phew, es hätte auch in die Hose gehen können. Autsch. Crap. Das war nicht, was ich wollte. Ja. Hier ist noch ein Haus. Da kommen wir auch nicht rein. Oh, hi. Hallo. Ein Almosen für einen armen Bettlerkumpel? Wie sieht's aus? Ich bin nicht dein Kumpel, also zumindest aktuell so nicht. Da geht's in die Distillerie. Hallo? Was für ein Chaos! Die Stadt geht zugrunde! Ja, ist klar. Das weiß ich wohl. Ist er das? Ja, das ist er.